hier in San Claudio, in Corridonia. Und ich bin sehr interessiert an der Geschichte, wo es um Karl den Großen geht und die Karolinger. Und ich habe diese beiden Bücher gelesen von Elisabeth de Moreau d'Andois, verschiedene Bücher. Das ist jetzt ein Buch, das auf Deutsch erschienen ist. Und die Don Carnevale, Professor Giovanni Carnevale, hat sehr viele Bücher geschrieben und forscht seit 30 Jahren zu der Geschichte der Karolinger. Und die Frage ist nämlich, wo hatte Karl der Große wirklich sein Aquisgrana? Und ich habe immer gedacht, ich habe in Aachen studiert, natürlich war das in Aachen und Aquisgrana war in Aachen, aber jetzt bin ich hier und habe mich um diese Forschungen, für diese Forschungen interessiert und jetzt bin ich nicht mehr so sicher, dass das wirklich Aachen war, aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls sind wir hier in San Claudio und die Forscher hier meinen, dass die kaiserliche Kapelle, also die Pfalzkapelle von Karl dem Großen, hier San Claudio war. Und die Vorstellung ist, also als Karl der Große verstarb, hat sein Sohn Ludwig der Fromme ihn unter dem Solium vor der Pfalzkapelle, also vor dem Tor unter dem Solium begraben. Und die Theorie hier ist, dass dieses das Grab, also hier drunter das Grab sein könnte. Was mich sehr befremdet hat, dass Aachen wirklich die Pfalzkapelle sein soll, ist, dass es ja ein Dokument gibt, das zur gleichen Zeit eine weitere Kapelle oder in unmittelbarer zeitlicher Nähe eine gleiche Kapelle gebaut wurde, und zwar für den Bischof Theodulf in Germigny-des-Prés bei Orléans. Er hat diese Kapelle als seine private Kapelle bauen lassen, so wie ja auch die Pfalzkapelle die private Kapelle war von Karl dem Großen. Es war nicht eine sehr große Kapelle. Also der Aachener Dom ist ja sehr groß und die Pfalzkapelle in Germigny oder die Kapelle in Germigny-des-Prés ist eine sehr kleine. Und da hat Giovanni Carnevale und auch Elisabeth de Moreau d'Andois, das ist das auf Deutsch erschienene Buch, ja. Und das ist von Giovanni Carnevale das Buch. Und da haben wir hier den Grundriss. Und der Grundriss von Germigny-des-Prés ist so ähnlich. Der Grundriss von Germigny-des-Prés ist so ähnlich wie das syrische in Syrien, Frigidarium in Kirbat al-Mafia. Und es ist ein quadratischer Grundriss, Germigny-des-Prés. Und diese Kirche hier oben links, San Claudio al Chienti, die hat genau diesen Grundriss, nämlich. Und es gibt hier noch andere Kirchen, hier in der Gegend der Marken, die auch diesen Grundriss haben. Wohingegen in Aachen ist das so, der Grundriss in Aachen ist nämlich folgender und hat also mit Germigny-des-Prés nicht viel zu tun. Aachen. Germigny-des-Prés. San Claudio. Hier, das ist eine Kapelle mit zwei Geschossen. Hier in der Mitte, ursprünglich war das offen und oben war das Matroneum, also die so wie das so ist, dass die Frauen eben oben waren. Und daher ergibt das jetzt ein falsches Bild. Das ist, so wie es in Aachen gebaut wurde, doppelgeschossig. Draußen sind zwei Türme und über die Türme kommt man in den zweiten Stock. Es ist so, dass die Herrscher, also die Männer, auch Karl der Große, unten saßen vor dem Altar
Und die Frauen, die waren im oberen Stock, das Matroneum. Und es ging auch so weit, dass die Frauen über die äußeren Türme nach oben gingen. Die kamen nicht hier rein, um dann hochzugehen, sondern die gingen direkt von außen über die Türme nach oben. Also heutzutage heißt diese Kirche St. Claudio. Aber es ist in den Dokumenten, dass in früheren Zeiten diese Kirche oder Abtei, kann man sagen, diese Abtei der heiligen Maria Mutter Gottes gewidmet war, Santa Maria. Hier sind wir also jetzt im Obergeschoss, das ist das Matroneum. Hier war also ursprünglich war es das Loch nach unten. Das Solium ist genau über dem Grab von Karl dem Großen und das war wichtig, weil der Herrscher in den Zeiten, nämlich per Akklamationem, sich bestätigen ließ als Herrscher vom Volke hier unten. Also etwas, was mich auch sehr befremdet hat, ist, wie soll die Wildschweinjagd in Aachen passiert sein, wo Karl der Große dem Wildschwein am Strand, im goldenen Sand, den Gnadenstoß gibt. Von hier bis zum Meer, das sind etwa 20 Kilometer. Und Elisabeth de Moreau-Landois beschreibt oder zitiert Engelbert, einen Freund und Zeitgenossen am Hof, von Karl dem Großen, der eben schreibt, dass die Kinder vom Hügel aus auch die Jagd miterleben. Und wie gesagt, Karl der Große versetzt dem Wildschwein den Gnadenstoß, steht hier. Und am Abend geht das gesamte Gefolge wieder zurück zum Palast. Wir haben hier ein Modell, wie die Pfalzkapelle nach den Beschreibungen ausgesehen hat. Was wir vorhin nicht gesehen haben, ist, dass hier oben das Dach flach war und da ist eine Laterne und man konnte hier oben herumlaufen. Und hier in den Marken ist eine andere Kirche aus karolingischer Zeit, die so ähnlich aussieht mit einem Dach, mit einer Laterne und das ist San Vittore alle Chiuse. Und jetzt möchte ich noch zeigen, Karl der Große beschreibt ja sehr genau im Capitulare de Villis, wie er mit seinen Besitztümern vorgegangen wird. Und er beschreibt da auch, oder er nennt da auch den Vincotto, also den gekochten Wein. Und in dieser Gegend ist das eine Tradition bis heute, Vincotto. Zweimal
erwähnt er diesen Vincorto im Capitulare de Villis, einmal im Kapitel 34 und einmal im Kapitel 62. Und dann beschreibt er dort nämlich auch noch die Pflanzen, die angebaut werden sollen. Und da ist es so, dass viele dieser Pflanzen in Aachen bei uns überhaupt nicht wachsen könnten. Abgesehen davon natürlich von den Weinbergen für den Vincorto. Also ja. Etwas anderes noch, was hier in der Gegend zu finden ist, das sind die Ministerien. Und es ist so, dass Karl der Große seinen Besitz in Ministerien aufgeteilt hatte und diejenigen, die sich darum kümmern mussten, die, denen wurde genau gesagt, wie sie es machen sollten. Da war also, herrschte eine sehr große Ordnung. Und überall sind diese Ministerien hier in dieser Gegend, in den Marken um St. Claudio herum zu finden. Argumente und wenn man jetzt mal annimmt, dass Aquisgrana nicht transalpin, sondern cisalpin ist, also hier im Bereich der Marken, gibt es sehr viele Widersprüche, die endlich sich auflösen. Und es gibt noch sehr viel zu sagen, auch wie mitten im Winter das Heer und Karl der Große über die Alpen so schnell hin und her gehen konnte. Das ist alles ja nicht nötig, wenn Aquisgrana hier ist, Saint-Denis übrigens auch, Saint-Ginesio. Und da lösen sich viele Widersprüche auf. Auf jeden Fall möchte ich allen sehr viel Mut machen. Es ist sehr interessant, sich diese Kirchen anzugucken. Und von der Fülle der Puzzlestücke hier begeistern zu lassen, die ein ganz anderes Bild ergeben. Ich möchte noch sagen, die Theorie ist, dass ja Barbarossa im Jahr etwa 1165, 66 den Leichnam Karl des Großen von hier über Mailand bis nach Köln gebracht hat. Und die Theorie ist, dass er eben Barbarossa den Dom zu Aachen gebaut hat, aber eben als Mausoleum. Alles, was wir da sehen, der Marmorthron und die Gitter, das ist alles echt von hier, aber es ist eben herübergetragen, es ist von Karl dem Großen. Die ganze Geschichte mit Karl dem Großen in Aachen ist absolut wahr, ab etwa 1165, so die Theorie. Und vorher hat sich das alles hier in dieser Gegend abgespielt. Und die Menschen, die sich hier um diese Geschichte kümmern, da zeige ich Ihnen jetzt mal gleich, wie viele Bücher schon erschienen sind. Es sind eben schon sehr viele Bücher erschienen, auf Italienisch von Giovanni Carnevale, die allermeisten. Die sind sehr wissenschaftlich und für Interessierte sehr, sehr wertvoll zu lesen. Halt etwas komplizierter, aber die gehen sehr ins Detail. Und auf Französisch sind Bücher erschienen, auf Englisch. Und ein deutsches Buch ist im Dezember 2018 erschienen. Das ist hier dieses, da haben wir Karl den Großen auf dem Kopf stehen, weil diese Geschichte komplett die offizielle Geschichte revolutioniert, nämlich. Und die Forscher hier wünschen sich sehnlich, dass aus Deutschland viele Menschen kommen, um sich selber eine Meinung zu bilden. Am allerliebsten natürlich diejenigen, die sich damit auskennen, die an den Universitäten forschen.